Hi, meine Freunde, hier ist El Patata und ich muss euch leider sagen, dass bei der Aufnahme von Teil 9 mal wieder mein Rechner abgekackt ist, obwohl der Rechner eigentlich vom Akku her voll aufgeladen war und der anscheinend in einer Viertelstunde mal komplett den Geist aufgegeben hat. Deswegen muss ich manche Level, die ich schon in Teil 9 einmal gespielt habe, nochmal neu spielen. Aber ich hoffe mal, dass es dadurch jetzt ein bisschen schneller läuft. Manche Spiele werdet ihr sehen, die habe ich schon gespielt, die wiederhole ich jetzt einfach nochmal, damit dieser Teil auch möglichst vollständig ist. Es tut mir leid, wenn es dadurch etwas blöd wird, aber dafür müsste ich die Level dann auch besser können, denkt man zumindest. Zumindest die ganzen freigeschalteten Stempel, die werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen. Da war zum Beispiel ein umgedrehter Mario und eine Prinzessin, sowie ein Donkey Kong Junior. Mehrere Stempel gab es aber, glaube ich, auch nicht. So, das war das erste Level, was ich schon hassen gelernt habe hier in diesem Spiel. Ist natürlich alles sehr rutschig hier und man muss gucken, dass man vernünftig springt. Vor allem, wenn hier so schmale Plattformen sind. Aber hier ist das Ziel und ich bin auf jeden Fall schneller als in der ersten Aufnahme. 3 Sterne gibt es mal wieder. Hatte ich hier schon stehen gehabt. Und ja, es gibt natürlich auch nicht so viele Punkte, weil ich das eben schon mal durchgespielt habe. So, das Level von gerade, was ich hier hatte, war auch das. Vielleicht kriege ich da eine bessere Sternewertung. Das ist natürlich ganz praktisch. Dann spiele ich die Spiele einfach nochmal und ihr seid dann live dabei. So, hier muss ich springen, springen, springen. Rüber, hopsen. Ja, das hätte auch schneller gehen können. So. Das geht auch von der Zeit her. Ich habe in der ersten Aufnahme, wie gesagt, die meisten Level natürlich viel länger gebraucht, weil ich jetzt auch weiß, wie es halt geht. Und dementsprechend hätte ich eigentlich noch ein Stern mehr erwartet. Und jetzt gibt es auch einen neuen Stempel wieder. Ja, sieht aus wie ein Reißverschluss. Ist wahrscheinlich auch einer. So, weiter geht's mit Donkey Kong. Das hatte ich nicht gemacht. Donkey Kong Junior hatte ich nicht. Aber das hatte ich. Das war ein Level, das hat mich zur Verzweiflung gebracht. Genau dieses hier. 2. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt wieder nichts. Weil man braucht da oben auf jeden Fall noch mehr Zeit. Als die, die ich ohnehin gerade mal habe. So. Hier eine Strategie zu haben oder einfach nur Glück, wie ich jetzt gerade hatte, das ist die beste Möglichkeit, hier durchzukommen. So, das erste Level ist das schwierigste von allen, habe ich gerade festgestellt. Weil hier kann man nämlich einfach nur von links nach rechts laufen und hat dann keine Schwierigkeiten mit der Zeit. So, sammle alle Münzen, ist hier einfach nur, dass man die unten sammeln muss. 3, 2, 1, Chaka. So, hier unten nochmal die beiden. Und dann muss man nochmal nach oben springen. Das ist dann doch etwas schwieriger. Das sieht man, glaube ich, auch. 4, 3, 2, geschafft. So, dafür gibt es wohlgemerkt 3 Sterne. Aber die hatte ich ja gerade schon. Trotzdem gibt es nochmal viele, viele, viele Punkte. Können wir hier nochmal mit Excitebike weitermachen. Das hatte ich gerade auch. Hier muss man einfach nur eine Bestzeit schlagen. Da fahren wir 130 Sekunden Zeit. Und ist Motor kontrolliert, beziehungsweise die Motortemperatur. Es gibt ja hier diese Pfeile offen. Wenn man die berücksichtigt, dann kommt man eigentlich relativ schnell durch. Und die Temperatur, die wird dann auch abgekühlt. Natürlich trotzdem noch Fahren konzentrieren. So, die Temperatur ist wieder zu heiß gewesen. Es besteht natürlich aus mehreren Runden. Runde 1, die ist jetzt gerade besonders gut gelaufen. In Aufnahme 1
ist es nicht ganz so gut gelaufen damit natürlich, weil, wie ich schon in Teil 8 gesagt habe, da fehlt mir doch die Übung. Weil nach so einer langen Unterbrechung, und ich kann es nicht genug sagen, verschwinden einem doch die Fähigkeiten. Zumal, wenn man ohnehin schon nicht so gut ist, dann macht einen das auch nicht unbedingt besser. So, das Ziel ist in greifbarer Nähe, da ist es und geschafft. Yippie-yay! So, mein Rechner, der ist jetzt auch mit Strom angeschlossen, sodass es jetzt keine plötzlichen Ausfälle gibt. Ja, da keine neuen Stempel, aber reicht ja auch. So, das hatte ich auch gemacht. Das wiederhole ich auch nochmal nach dem Gegner zu Fischfutter. Ist kein sehr leichtes Level, wie ich finde. Ja, wenn man einen von diesen Blitzen abkriegt, dann ist man sofort kaputt. Aua. Ich sag's ja. Wenn man den zu oft berührt, dann geht der neue Luft kaputt. Wahrscheinlich wird meine Wertung jetzt schlechter als die von gerade. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nein, nicht auf dem Boden landen, Mann. Geh doch kaputt. So, unten sieht man, wie es gehen soll. Der soll mit dem Fallschirm soll der hier ins Wasser. Treff. Nein, ins Wasser, verdammt nochmal. Ins Wasser. Ist natürlich super, hier alles abgeriegelt mit Hindernissen. So muss das gehen. Jetzt hat der Fisch gekriegt, was er will. Gerade habe ich für wer weiß wie viele Versuche 3 Sterne gekriegt, die auch noch bunt umleuchtet waren. Fand ich ein bisschen übertrieben, aber was soll ich schon zu dieser Wertung sagen? So, Eisclimber war das nächste. Da muss ich... Was musste ich da machen? Genau. Da musste ich das ganze Gemüse einsammeln. Auch wieder so eine etwas merkwürdige Steuerung. Ist das Gemüse eingesammelt, ohne ein Leben zu verlieren, dafür gibt es 3 Sterne. Dann ging es mit der Breaking Crew weiter und da ist dann auch, glaube ich, genau, da ist dann... Das hatte ich schon und da muss ich hin. Zerstöre alle Wände mit Dynamit. Gerade irgendwie ein paar Steuerungsprobleme gehabt. Na, jetzt geht's wieder. Nee, da habe ich Probleme mit dem Steuerkreuz gehabt. Keine Ahnung warum. Ich habe nur blöd getrunken wahrscheinlich. So, ersten Teil haben wir durch. Zerstöre alle Wände mit Dynamit. Ja, wo sind denn die Wände? Da sind die Wände. Zerstört. Und hier auch wieder. Das ist wahrscheinlich dann eine wunderschöne Kettenreaktion. So. Das Steuerkreuz hat schon wieder nicht so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Dafür haben wir es jetzt geschafft. Dafür gibt es 3 Sterne. Tatsächlich. So, jetzt haben wir insgesamt schon 189 Sterne. Also hier in diesem Spiel die Sterne zu sammeln, ist echt nicht gerade schwer. So, dann machen wir hier mit Level 9 weiter. Was muss man da machen?
10 extra Versuche hintereinander. Aha. Ja, einfach nur hochspringen, das war jetzt die einzige Möglichkeit, die ich da hatte. Weil wenn ich mich zu weit nach links oder rechts bewegt hätte, dann Pinball. Ja, wenn ich mich zu weit nach links oder rechts bewegt hätte, dann hätte ich die wieder so gehabt, dass ich da die Leben für gekriegt hätte. Und ein neuer Stempel, ein Golfer. Pinball. Ja, spielen wir das erste Level einfach mal. Ja, gut, dann spiele ich es halt nicht. Aber ich spiele es. Level 1, los geht's. Ich sollte vielleicht erstmal nach der Steuerung fahren. Ach, 5000, wie komme ich denn jetzt auf 1500? Pinball-Spiel habe ich schon immer gehasst. Achso, man hat ja anscheinend mehrere Versuche. Ganz ruhig. Hier schön voll konzentriert, dass man auch immer den Ball kriegt. Na, so langsam klappt es. Na toll. Oh ne, jetzt muss ich die schon wieder neu sammeln. Boah, das ist aber überhaupt nicht mein Ding, so ein Pinball-Spiel. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass Nintendo das rausgebracht hat. Das ist weit vor meiner Zeit gewesen, glaube ich. Kann man hier noch sowas wie einen Extraball freischalten? Achso, ich habe ja schon fast die 5000. Ja. Ist auch echt stumpf, so ein Pinball-Spiel. Keine Hintergrundmusik, kein gar ganz toll, ganz toll, ganz toll. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich zwei schalte. So, wo waren wir jetzt? Ja, danke, danke, danke. Wir waren jetzt bei... hatten wir gerade. Das ist bei Zelda. The Legend of Zelda natürlich. Das ist nur die Tür. Die wahrscheinlich was kaputt machen. Oder auch so. Das Spiel ein, zwei Mal gespielt, dann weiß man, wie das geht. Also der Legend of Zelda, der ist Remix. Gibt es, glaube ich, auch im eShop. Ich weiß jetzt nur nicht von welcher Konsole. Auf jeden Fall kann man das da wunderbar spielen. So, ja, das war Teil 9, wie gesagt, mit einer kleinen Unterbrechung, weil ich hier eine technische Panne hatte. Das ist mir ja schon oft passiert bei der Aufnahme. Und jetzt würde ich halt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen des 9. Teils. In Teil 10 wird es keine technischen Pannen geben. Dafür sorge ich, indem ich auf jeden Fall einen Netzstecker angeschlossen lasse. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in Teil 10, euer El Patata. Dankt euch fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.